Herzlich willkommen zu eurem Lieblingsreisemagazin. Erst habe ich einen Gruß von der Stella, dann fahren wir gemeinsam auf die Ostsee. Danach Entertainment Managerin Laura mit einem wunderbaren Gruß und Felicitas-Themen kocht auch noch für die Crew. Mehr geht nicht. Wie alle Kollegen an Bord freuen sich auch die Kollegen auf der Stella unglaublich darauf, wenn es wieder losgeht. Und der Kapitän Janauschek und sein Team haben uns was Lustiges geschickt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, einen wunderschönen guten Morgen. Aufgewacht, die Sonne lacht. In Las Palmas, heute ist der 1.4.2020. Scouts für Marieke. Ich höre dich. Wo sind unsere Gäste? Ich stehe alleine an der Gangway. Ein wunderbarer Tag erwartet uns, die Temperatur derzeit schon bei. Es ist wirklich kein einziger Gast hier. So leer habe ich das Marktrestaurant noch nie gesehen. Wo die Gäste sind? Das Barometer zeigt euch 27%. Marieke für Annika. Hier im Casino ist auch keiner. Marieke, hier ist auch keiner. Sind hier auch keine Gäste? Okay. Justin, hast du Gäste gesehen? Nein, es spielt doch keiner mit mir. Siehst du das denn nicht? Keiner spielt mit Justin. Hallo, jemand hier? Weißt du, wo die Gäste sind? Sind die auch hier? Oh nein, Sir, I'm so sorry. Das ist doch schade, die sind echt nirgendwo zu finden. Na, Juli. Marieke für Arne. Oder vielleicht auch ein wenig Kultur. Die Kathedrale von Las Palmas. Wir haben gar keine Gäste. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir vermissen Sie. Aber wissen Sie was? Bald machen wir mit Ihnen wieder wunderschöne Kreuzfahrten hier auf den Kanaren oder im westlichen Mittelmeer. Ihr Kapitän Janauschek. Vielen Dank, Kapitän Janauschek. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Und apropos vermissen, ihr könnt heute hier unten drunter posten die Bilder von den Reisen, die ihr am meisten vermisst. Oder die Routen, die ihr am meisten vermisst. Und jetzt kommen wir zu einer dieser wunderbaren Routen, nämlich zur Ostsee. Und da haben wir euch mal ein Best-of zusammengestellt. Viel Spaß! Und ich möchte Ihnen heute einmal meinen Lieblingshafen auf dieser Route, Danzig, zeigen. Herzlich willkommen in Tallinn. Wir sind heute in Kopenhagen. In St. Petersburg. Wir schauen uns heute Finnlands Hauptstadt Helsinki an. Vom Schiff aus geht es entlang auf der langen Linie zum ersten großen Touristenziel, die kleine Meeresjungfrau. Übrigens ist Danzig schon über 1000 Jahre alt und die wohl bekannteste Sehenswürdigkeit hier in der Stadt ist die Marienkirche. 1920 hat Helsinki die Tradition aus Schweden übernommen und einzelne Blöcke in der Stadt nach bestimmten Tieren oder Pflanzen benannt. Das hat geholfen, weil viele Leute damals ja noch nicht so gut lesen konnten. Hier befindet sich unser größtes Museum Ermitage. Man sagt, wenn man eine Minute vor jedem Exponat hier stehen möchte, braucht man über 8 Jahre, um alles zu schauen. Bella haben sich getroffen und wir haben gemeinsam etwas Großartiges hier auf der Pier gestaltet.
Aida! Wir alle bei AIDA vermissen am meisten euch, ihr lieben Gäste. Und das geht den Entertainment Manager natürlich genauso. Und Entertainment Manager Laura hat das mal in einen schönen Film gepackt. Hallo, liebe Gäste, liebe großen und kleinen AIDA-Fans. Mein Name ist Laura, ich bin eine ihrer Entertainment-Manager an Bord. Und natürlich vermisse auch ich die Seefahrt. Ich vermisse Sie, liebe Gäste, Ihnen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, das Meeresrauschen, natürlich die Sonnenauf- und Untergänge, an denen man sich nicht satt sehen kann. Aber liebe Gäste, heute möchte ich mich bei Ihnen bedanken. Vielen, vielen Dank, dass Sie hinter uns stehen, dass die AIDA-Familie zusammenrückt. Denn besondere Zeiten bedingen besondere Maßnahmen. Und Sie haben gezeigt, wie es funktioniert. In zahlreichen Beiträgen, Fotos und Videos teilen Sie Ihre Erlebnisse von AIDA, Ihre Emotionen und all das, was uns verbindet. Ich bin stolz, ein Teil der AIDA-Familie zu sein und bedanke mich recht herzlich, dass Sie für uns da sind in dieser Zeit. Ich hoffe, wir sehen uns bald auf einem unserer AIDA-Schiffe wieder auf den sieben Weltmeeren. An dieser Stelle bleiben Sie gesund, passen Sie auf sich auf und auf AIDA-See! Felicitas Thehn ist eine Foodbloggerin. Viele von euch kennen sie ja, weil sie für euch gekocht hat an Bord. Die ist ja oft an Bord. Und jetzt hat sie mal für die Crew gekocht. Und das kam richtig gut an. Ich bin Felicitas Thehn, Gourmet-Patin von AIDA und sorge dafür, dass es immer was Besonderes zu essen gibt. Musik 2013 habe ich The Taste gewonnen und das war quasi der Kickoff. Ich habe meinen Job gekündigt und gesagt, ab jetzt widme ich mein Leben dem Essen. Ich mache heute Sichuan-Nudeln, schön spicy, es kommt ein wachsweiches Ei oben drauf und ich hoffe, dass ich damit alle glücklich mache. Das sind so Mi-Nudeln und dann ist unten ein Sud aus Sojasauce, Knoblauch und ganz viel Chiliöl, das haben wir selber gemacht. Und oben drauf kommen dann noch knusprige Erdnüsse und ein bisschen was Grünes. Also man muss dann so in der Bowl zusammenmischen und sich am besten richtig einsauen. Ich habe eigentlich schon immer lieber gegessen und gekocht als gespielt, schon als Kind. Und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass ich inzwischen diesen Weg eingeschlagen habe. Ich habe eigentlich Kunst und Englisch studiert und eine Ausbildung zur Journalistin gemacht. Aber seit 2013 lebe ich vom Kochen und Essen. Very nice. It was like an Asian food. Yeah, Hong Kong style. So gut, also 100 Punkte, wirklich total zufrieden. Ich werde mir nachher nochmal eine zweite Portion holen. Ich habe diese Entscheidung keinen einzigen Tag bereut. Manchmal wache ich morgens auf und denke, hä? Was für ein Glück habe ich. Und zum Schluss wie immer die schönsten Bilder von unseren Reisen mit der wunderbarsten Musik von Bord. Und ich wünsche euch alles Gute und bleibt gesund. Find the sun that I